Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier kreieren kannst. Es gibt solche Tage, wo man eine Idee hat und an solchen Tagen funktioniert einfach nichts. Ungefähr so ging es mir bei diesem Video, aber schau selber. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und ich werde noch meinen Senf am Schluss dazugeben. Viel Spaß! Thank you.
Nun, die Ohren zu gestalten, das war nicht wirklich das Problem, sondern das Problem war die Dekoration. Ich habe dann mit dem Türkranz angefangen. Ich habe da Gräser gesammelt draußen und hatte so eine Vorstellung. Dann habe ich den gebunden, nur mal zwei Drittel, und habe dann das an die Tür gehängt. Und es hat mir nicht gefallen. Irgendwie war das nicht stimmig, und dann habe ich gefunden, die Ohren sind zu klein. Also ich würde nachträglich jetzt die Ohren größer machen für den Türkranz, dass das auch mehr zur Geltung kommt. Und dann war ich mir nicht sicher mit den Farben der Ohren, also habe ich sie zuerst bemalt, dann habe ich sie golden gespritzt und dann habe ich sie wieder bemalt. Ja, also irgendwie kam ich da nicht in den Fluss, wie man so schön sagt. Dann habe ich die großen Ohren gemacht, und meine Idee war ja, diese in ein Gefäß mit Blumen, dann, dass man die Ohren reinstecken kann. Die habe ich ja auch bemalt, das hat mir dann auch nicht gefallen. Ich habe hier auch ein Bild davon. Wenn es zu den Blumen passt oder wie man halt das Osternest arrangiert, passen diese Ohren sicher rein. Aber so wie ich es wollte, ging das nicht. Dann habe ich diese auch nochmals bemalt. Da habe ich auch ein Foto gemacht. Hat mich aber auch nicht so überzeugt. Und ja, eben. Es gibt solche Tage, da ist irgendwie alles verkehrt. Okay, dann habe ich drüber geschlafen und habe dann am nächsten Tag noch ein bisschen weiter probiert. Das ging schon ein bisschen besser, aber irgendwie kam ich mit diesen Ohren nicht zurecht. Aber ich finde die Idee mit den Ohren wirklich eine witzige Idee. Ich wollte auch unten dann noch die Füße machen, dass man eben auf der einen Seite die Ohren hat und vorne dann die Füße, die rausschauen. Das habe ich dann gar nicht mehr fertig gemacht, das habe ich komplett verworfen. Ja, aber das wäre sicher eine witzige Idee. Nun gut, der Schuss ging nach hinten los. Ich habe noch ein paar Bilder gemacht, wie ich gerade, was gerade rumlag auf dem Tisch, habe ich so ein bisschen arrangiert. Ich bin wirklich gesagt auch gar noch nicht so in Osterstimmung, und dann ist es auch irgendwie, da fehlt der Flow. Okay, also das war auf jeden Fall eine Idee. Ihr könnt es besser und schöner machen. Ihr seid ja unglaublich kreativ. Ich sehe das ja immer wieder, wenn ich von euch E-Mails bekomme mit Bildern. Da habt ihr sicher noch tolle Ideen. Und ja, ich möchte mich nochmals ganz herzlich für eure E-Mails und Kommentare bedanken. Es ist ja zum Teil unglaublich, was bei euch abgeht im Leben. Und dass einige von euch auch sagen, dass sie gewisse Zeiten besser überstanden haben durch meine Videos. Das ehrt mich natürlich unglaublich. Vielen Dank dafür. Und vielleicht sollte ich ja Motivations-Coaching-Kanal gründen, um meine Lebensweisheiten kundzutun. Aber es ist schön, dass ein Feedback kommt, und so viel zu dem. Also, wenn ihr Anregungen habt, was ich mal ausprobieren könnte mit Pulp oder zeigen könnte oder irgendwie eine Idee habe, wenn ich dann wieder
im Flow bin, dann greife ich das sehr gern auf. In diesem Sinne, ich bin immer noch weiterhin auf der Suche nach der Sonne und hoffe, sie kommt bald. Ich freue mich sehr auf den Frühling. Das ist natürlich meine Jahreszeit. In diesem Sinne, du findest alles über Kurse oder einzelne Dinge, die du kaufen kannst, auf meiner Webseite. Es gibt immer neue Zuschauer, die mich nach dem Rezept von der Pulp anfragen. Und schau da bitte einfach in meinen Videos durch. Du kannst nach dem Video suchen, Weihnachtskugeln oder eine Vase gestalten. Das ist auf jeden Fall mein Rezept für die Pulp und sonst baue ich es ja immer wieder mal rein. Also mach dich da auf den Weg und stöbere in den Videos rum, weil ich kann das nicht jedes Mal zeigen. Das ist langweilig für die, die schon lange dabei sind. Und in diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen natürlich auf meinem Kanal und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren. So, okay, das war's. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen. Wenn es nach unten geht, geht es immer auch wieder nach oben. Bleibt kreativ. Umarmt die Liebste. Bis zum nächsten Mal. Merci vielmals, bist du dabei gewesen. Tschüss zusammen. Ich habe sicher noch etwas vergessen. Das merke ich immer erst, wenn ich schneide. Egal, das soll es gewesen sein. Alles gut.